Moin, meine lieben Reisebegleiter und herzlich willkommen bei unserer Reise hier auf der verseuchten Insel in Night of the Dead. Ja, die Frage war ja beim letzten Mal, gehen wir erst nach Hause und bauen mal ein bisschen weiter oder gehen wir hier zur Militärbasis? Wenn wir uns jetzt mal die Map angucken, hier ist unser Zuhause und da ist die Militärbasis und wir sind hier. Ich würde sagen, wir gehen eben hier vorbei, laden uns ein bisschen aus, bauen uns ein bisschen was auf. Ich würde ja gern zum Beispiel nochmal diese, wie der Schafum schon mal im Kommentar vorgeschlagen hat, die Totschläger bauen. Diese Schlag, wie nennt man sie noch? Schlagringe. Ja, die würde ich mir nochmal gerne bauen für Innenräume und dann würde ich hier rüber gehen zu dieser Militärbasis. Dann machen wir heute die Geschichte, gehen von da aus dann aber tatsächlich zurück. Und bereiten uns auf die Nacht vor, ne? Weil da sind wir auch schon wieder in Bedrängnis, würde ich es mal sagen. So, wir nehmen aber da draußen noch eben die Fässer mit, hätte ich gedacht. Ach, hier ist wieder andere Tastatur und so. Ja, wir sollen ja auch noch ein Regal finden. Wir machen auch nach der nächsten Nacht einfach mal hier in der Stadt eine kleine Lootrunde, gehen ein paar Gebäude durch. Do you feel yourself getting stronger? Strength is crucial for survival. With greater strength, you can deal more damage to enemies. Also, completing combat research or equipping higher grade weapons allows you to inflict more damage. Having these abilities will make your missions much smoother, don't you think? Would you like to upgrade the staff that are useful in combat? Nichts dagegen. Das lesen wir uns gleich mal durch. Möglichst nicht unbedingt über die Straßen laufen. Das ist auch noch mal irgendein Gebäude, wo wir bestimmt noch mal hin müssen. Also ich meine, ich finde ja gut, dass sie das Tutorial so umfangreich gemacht haben. Aber es ist tatsächlich viel zu viel auf einmal. So, ab jetzt lasse ich euch aber hier. Ich laufe sowieso nur durch, nimm nichts mit, lass alles hinter mir. Wir sehen uns gleich zu Hause, bis gleich. So, da bin ich schon wieder zu Hause und wir sind jetzt hier. Wir können uns den Schlagring herstellen. Dann habe ich zwei Stück davon. Hä? Ich hatte doch zwei, wo ist denn jetzt der andere? Keine Ahnung. Ah, ich habe beide, okay. Gut, und dann würde ich sagen, ich hatte hier auch gerade schon Besuch. Und ich würde sagen, wir gehen rüber zur Militärbase. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir gucken mal, wie lange ich brauche. Ich schätze, es wird wohl da hinten das Gebäude sein. Das sieht so aus. Wir müssen aber einen riesen Umweg latschen und deswegen hole ich euch nachher dabei, wenn ich dann irgendwann da bin, ne? So spätestens 22 Uhr laufe ich aber auch wieder zurück, je nachdem, wie lange der Weg dauert. Also bis gleich. Leute, voll der Scheiß hier. Ich wollte ja zur Militärbasis. Zack, habe ich zwei Krokodile am Hals. Alter, und außerdem ist das gar nicht so einfach, darüber zu kommen. Aber gleich zwei Krokodile, ey. Oh, was geht denn hier? Alter Schwede, ich wollte nämlich eigentlich gerade auf die Map gucken. Ah, da ist das nächste. Das gibt's doch nicht. Leute, wo kommen die Viecher alle weg? Alter, wie viel Krokodile es hier gibt. Drei Stück schon. Eieieiei. Erstmal ein bisschen weg von denen, ey. Ehrlich, aber wie komme ich denn da rüber? Das ist ja mal Murks. Kommt das mir auch noch nach, oder was? Tatsächlich. Ja. Jetzt geben sie auf. Gott sei Dank. So, kann ich jetzt mal in Ruhe auf die Map gucken? Mal, wie groß dieser blöde See ist. Ich hätte andere Seite rumgemusst, ne? Ja, hier kommt's ja ewig nicht lang. Ah, dann müssen wir doch die andere Seite gehen. Ich hole euch dann dabei.
Ich das gewusst hätte, wäre ich gar nicht erst zu Hause rumgelatscht. Okay, bis später. Ja, ich habe das gerade überlegt. Das lassen wir heute. Das machen wir in der nächsten Folge mit der Militärbasis. Weil überlegt mal, wir müssen da jetzt komplett bis da hinten rum, um da vorne irgendwo rauszukommen, ne? Da so. Also da ungefähr müssen wir hin. Und guckt euch mal diesen riesen Weg an. Das schaffen wir ja mit Rückweg gar nicht mehr passend zur Nacht. Deswegen würde ich sagen, da latsche ich einfach nach der Horde-Nacht hin. Offscreen machen wir das. Denke zwar nicht, dass es in der heutigen Folge noch zur Horde-Nacht kommt, aber dafür gehen wir dann jetzt hier mal ein bisschen looten, ne? Gehen wir hier die Gebäude mal durch, die wir noch nicht hatten. Oh, ein bisschen Platz. Ja, und dann würde ich einfach sagen, wir gehen hier mal ein bisschen looten. Einfach so, just for fun. Oh. So, jetzt habe ich natürlich nicht gut geschaltet. Und mir nicht die Totschläger mal eben hier auf die Hände gepackt, um schnell zu wechseln. Okay, er konnte sich einmal wehren. Boah, die sind als Waffe gar nicht so schlecht, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Die sind gar nicht so scheiße. Aber wir brauchen sowieso den ganzen Loot. Guck mal, hier ist sogar ein Bücherregal. Mal gucken, was wir das Schönes drin finden. Ach, nur Forschungsmaterialien. Schade. Aber gut, wer weiß, was wir noch so Schönes finden werden. Ja, wir gucken uns hier einfach mal um. Hier trippelt's irgendwo. Aus dem Haus raus wahrscheinlich. Ja? Ne? Hier geht's nicht rein. Eine sehr schöne. Na, komm her. Oh shit. Aua. Oh ja. Oh, damit kommt's richtig gut. Und hier, Fettbacke. Au. Ja. Ja. Kann man sich gefallen lassen, ne? Bist du alleine? Ich meine, es dauert ein bisschen. Aber, mein Gott, ne? Nicht so schlecht. Hey, komm her. Oh. Aua. Boah, tut's aber wohl, ne? Läuft's wohl. Sind ja nur ein bisschen zum Looten hier, Leute. Ach, hier hätten wir auch durchgekonnt. Vielleicht.
Ach, guck, hier oben ist schon alles ruhig. Und ein weiteres Buchregal. So. Mal zum Looten ein bisschen Licht anmachen, ne? Ja, nice. Ach so, Ach, Mann, wenn man es nicht gleich mitnimmt, ne? So. Oh, schade, das kann man nicht nehmen. Aber hier ist noch ein Bücherregal. Boah. Kann man trotzdem alles gebrauchen, ne? Hier ist noch so ein Schränkchen hier. Eiserner Ring. Magischer Neustück herstellen. Okay. Ja, wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, gucken wir uns nochmal die nächste Hütte an hier. Einfach mal, ne, ein bisschen Loot. Bisschen Loot tut gut. Hier zum Beispiel ein Stück Eisen, ne. Das hat hier auch noch zerstören. Ich brauche auch noch dieses Schraubenschlüsselrezept. Das ist recht wichtig, damit man hier mal alles auseinandernehmen kann. Hier zum Beispiel das Auto. Kannst ja nur zerstören, aber ohne Schraubenschlüssel, no way. Naja, wir nehmen hier die kleinen Hütten noch auseinander. Looten uns hier ein bisschen durch. Dann bauen wir noch eine Falle auf. Oder zwei. Mal gucken. Also müssen wir auf jeden Fall noch die Stachelfalle aufbauen. Das würde ich auf jeden Fall noch machen wollen heute. Mit euch gemeinsam. Du solltest das nehmen. Ja, genau so. Sind wir alleine, oder? Ne, nicht spucken, nicht spucken, nicht spucken. Hier wird nicht gespuckt, Junge. Ja, macht Spaß, ne? Ah, da. Ja, die Totschläger sind geil. Keine Frage. Schraubenschlüssel erforderlich, siehst du? Hoffentlich finden wir das mal in irgendeinem Schrank hier. Ja, auf jeden Fall sehr nice. Ach, du ahnst es nicht. Lederrüstung. Da kommen welche von draußen. Uiuiuiui. Anscheinend eine ganze Horde. Aber ist doch noch gar nicht so weit. War zu laut oder was? Na, da gucken wir mal, was die wollen, ne? Die Jungs und Mädelsens. Hier hatten wir... Hier waren wir durch. Hier war noch ein Waffenschrank. Ja. Ja, Munition musste er mitnehmen, ne? Hier ist nixe. Und hier war noch ein Schränkchen. Alleine?
Klang wie eine ganze Horde, ne? Ja. Schöne, lockere Sammelrunde hier. Ist doch auch cool, ne? Aber den Krokodilen müssen wir auch noch mal gucken, wie wir mit denen gut zurechtkommen. Alter, haben die mich vorhin erschreckt, ey. Mit denen habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Krokodile. Ja, dass die Militärbasis jetzt doch noch so ein Riesenweg ist, hätte ich auch nicht gedacht. Das tut mir leid, aber die gucken wir uns auf jeden Fall an. Hier kann man nicht rein. Aua. Komm her, du. Der, wo wieder herkam. So ein Sausack. Hier kommt man hier irgendwo rein. Nee. Na, dann gucken wir mal hier ins Haus. Na gut, dass der alleine war, ne? Ja, ja. Oh, ich liebe das Teil. Ja, nice hier. Kleiner Schuppen, aber gut was an Dings, ne? Klein, aber fein. Ja, ich muss ja hier nicht die besten Schätze erwarten. Auch wenn ich nichts dagegen hätte. Ach, Mist. Ja, nimm erstmal alles mit, ne? Ja, die Waffen, die kann, oder die Werkzeuge, die kann ich jetzt auf Dauer auch mal hier liegen lassen, ne? Zur Not kann ich mir die alle bauen. Wenn da was wirklich Besonderes drin ist, dann kann man mal gucken, ob man es mitnimmt, aber so. So, ich glaube, wir haben hier alles, ne? War gar nicht so viel hier drin. Egal, klein, aber fein. Wie gesagt. So, das haben wir, das haben wir. Die Gebäude haben wir. Wir haben noch Stunde 20. Hier würde ich noch eben rein wollen. Ach, vor 22 Uhr, dann haben wir noch Zeit genug, Fallen aufzubauen. Ja, komm her. Ich krieg zwar auch immer was ab, aber nicht viel, ne? Ach, guck mal, noch ein Schlagring. Oh, shit. Komm, hier draußen kann ich mich doch ein bisschen besser wehren, ne? Wo ist der denn jetzt? Wieso haut das ich immer ab? Der ist echt so ein Weichei, ne? Gib doch einfach. Dann stirb doch einfach, Mensch. So, Tür zu. Ah, hier sieht's nach Material aus.
Auf jeden Fall haben wir wieder ordentlich Loot zusammengekriegt. Weil das ist ja auch immer ganz wichtig, ne? Quatsch. Wieder die falsche Taste, ne? Ätzend. Ja. Ja, guck mal, wie viele Holzschilder. Die kann ich doch hier lassen, ne? Die brauche ich echt nicht mitschleppen. Nutze ich eh nicht. Den Lederanzug wollte ich mir noch mal. Eieiei. Ach so, das ist, was ich gerade rausgeschmissen habe, ne? Ja, die brauche ich nicht, ehrlich nicht. Was soll ich mit 8.767 Holzschildern? Völliger Schwachsinn. Ein Bücherregal, aber keine schönen Bücher. Na toll. Gibt's doch nicht, ey. Gibt es doch alles nicht. So, Stunde 21. Dann nehmen wir noch ein Gebäude mit oder nicht? Hier sind wir schon bald in der Stadt. Das wird alles zu groß für jetzt. Nee, dann haben wir hier auf jeden Fall mal alles durchgelootet, ne? Würde ich sagen, erstmal Afterhome und Fallen bauen, ne? Ja. Und dann können wir nämlich in der nächsten Folge ganz easy. Und das kann man auch noch mitnehmen, ne? Gibt, glaube ich, Plastik oder so, ne? Ja, guten Nagel. Einen einzigen Nagel. Wow, super. Nee, aber das andere war mir jetzt zu blöd, da hinten runter zu latschen, ne? Guck mal, wir haben jetzt schon 21 Uhr. Noch 3 Stunden, dann geht diese Horde-Nacht hier wieder los. Da kann ich jetzt besser noch ein paar Fallen bauen. Und in der nächsten Folge warten wir einfach, bis die Horde-Nacht anfängt. Und dann latsche ich direkt rüber zur Militärbasis, ne? So machen wir's. Heute bereiten wir die Horde-Nacht vor. Morgen gehen wir mitten rein. Und dann läuft das, ne? Dann läuft das. Auf jeden Fall. Die ist jetzt auch schön beleuchtet, ne? Ja. Jetzt muss ich trotzdem mal eben eine kleine Pause machen. Ich bin gleich wieder da. Ich möchte zuallererst mal eben hier die Kiste updaten. Dafür brauche ich jetzt mal eben die. Und dann brauche ich noch, was habe ich gesagt? Einen Eisenbarren. Der war dann doch hier. Ja. Packen wir eh gleich alles wieder weg. Und dann machen wir die Kiste auch mal eben ein bisschen größer. Muss nämlich das noch loswerden. Und das wollte ich noch irgendwo reinpacken. Und dann kann ich die erstmal da wegpacken. Und das wollte ich mir alles nochmal angucken. Das und das kann, glaube ich, rüber. Weil hier habe ich eine blaue. Guck mal, die hat 20 Schaden, 29 Stabilität und minus 11% Bewegungsgeschwindigkeit. Und die, die ich in der Hand halte. Wo ist er denn jetzt wieder? Ich komme hier nicht zurecht, ne? Hat er jetzt hier oben hingepackt. Die war das. Die hat auch plus 20, genau wie die. Die haben alle dasselbe, ne? Guck mal hier. Ich habe aber plötzlich Sachen in der Hand hier, du. Die sind auch alle gleich, ne? Hier ist 52,5 und der hat auch 52,5. Der hat aber hier Urteil, Blitzschlag. Was heißt denn Urteil, Blitzschlagverstärkung und Geräuschreduzierung, während der nur eine kritische Rate aufweist. Der hat Feuerverstärkung. Was hat die? Die hat nix. Und die hat Schaden 5% und Kaltverstärkung. Deswegen nehmen wir die noch, ne? Und die hat eine Wundenverstärkung. Ja, die andere ist besser. So, dann haben wir hier die Speere. Einen davon können wir rauspacken.
Die Security Card brauchen wir ja. Was ist hiermit? Der Schlagring hat 3 Bewegungsgeschwindigkeit. Minus 3. Hier, der hat 5% Haltbarkeitsverringerung. Aha. Also der verringert sich dann weniger. Okay, ich brauche jetzt noch ein paar Baumstämme. Aber vorher wollte ich mit euch noch mal eben hier unsere Fallen checken. Ah, dann brauchen wir die Samen und Äste brauche ich auch noch, ne? Samen. Hier haben wir Baumstämme. Oh, da brauche ich ja gar nicht sammeln gehen. Sehr geil. Das Zeugs werde ich brauchen. Eisenerz jetzt vielleicht nicht. So, da haben wir was. Hier Äste. Was habe ich gesagt? Die hatte ich hier reingepackt jetzt, ne? Ja. Wann hatte ich gesagt, was brauche ich jetzt noch? Samen. Habe ich keine Samen mehr? Das glaube ich nicht. Das kann ich mir kaum... Da sind sie doch. Da, siehst du mal. Wusste ich wohl. So, aber hier alles mal schön häuten. Essen machen. Ah, guck mal, ey. So, Kaninchenpelz. Hier, Darm. Kleines Fleischstück. Was haben wir denn hier? Dreimal. Und ein Tierdarm. Was kann man denn damit machen? Gerösteter Vogel sicher nicht. Geröstete Pilze. Nein, das ist noch nicht freigeschaltet. Geröstetes Fleisch. Geröstete Schweinefüße. Okay, nee, wir können nur das machen, ne? Okay. Warum macht er denn dann nicht alle fertig? Hm. Okay, weiß ich auch nicht. So. Dann war das doch hier drinne. Die Rinde kann rüber. Den Tierdarm da mal mit rein. Da weiß ich auch noch nicht, was ich damit machen soll. So, dann haben wir Essen. Dann haben wir das. Dann haben wir das. So, jetzt müssen wir aber mal kurz gucken hier. Was ist das? Ein Schwein? Das ist ein Schwein. So, jetzt muss ich hier ein paar Sachen abreißen kurz. Und die Treppe auch. Sehr schön. So, das kann ich schon mal kurz hier neu laden, ne? Hier auch. Da, hallo. Da auch nochmal neu laden. So, und da kommst du dann so schnell mit durcheinander, ne? Ja, hier, das muss ich aber auch noch abreißen. Oh! Guck mal, da lag noch was. So, genau. Fundament. Ah, 3 Perspektiven, okay. Okay, Fundament. Wie war das mit dem Schnappen? Alt. Und Q. Ah ja, das passt aber. Naja, ich war etwas verwirrt. So. Treppe. Die machen wir hier. Ja. Jetzt haben wir auch das fertig.
Dann würde ich gerne hier nochmal die bauen. Wir brauchen zwei Fallenmaschinen, okay. Ich wollte das hier haben. Ja. Fallenmaschine, was brauche ich? Das. Zahnrad, Eisen. Okay, dann brauchen wir die Eisenbarren, die Kupferbarren und Kupferdrähte. Da waren sie doch. Da. Eisenbarren. Falsche Kiste. Kupferbarren. Kupferdrähte. Dann haben wir das soweit. Gut. So, dann kann ich hier erstmal zwei Zahnräder bauen. Gut. Für die Fallenmaschine können wir auch zwei Stück bauen, ne? Erstmal zwei Stück. So, kann ich jetzt die Falle schon bauen? Ist die erste Frage. Ja. Das Schneidewerkzeug können wir nochmal bauen, ne? Dann würde ich jetzt eine von denen hier aufbauen. So, und dann zwei von diesen hier, ne? Mit Stacheln versehener Boden. Ja. Materialmangel. Woran liegt's denn? Es fehlt noch eine Fallenmaschine und Seil. Gut, Seil haben wir irgendwo noch in der Kiste. So, Seile. Und dann noch eine Fallenmaschine gebaut. Erstmal noch ein Zahnrad, eine Fallenmaschine, zack. Habe ich jetzt wieder genommen. Ach, den Bogen. Ja. Den hatte ich vorhin weggeworfen. Ah, blöde Richtung geworfen. So. Dann bauen wir auch den noch. Sehr nice. Ja. Sehr geil. Sehr geil. Dann haben wir das. Die können wir auch wieder mit R beladen. Richtig? Ja, wenn sie denn beladbar wären. Ja, guck mal, ey. Dann müssen die hier bam, 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 bam. Dann können wir noch ein paar Bikes hier wieder vorbauen. So. 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 Ja, nice. Dann können die Jungs kommen, ne? Dann gehen wir mal gucken, was wir noch so erforschen können. Wir haben ja über 500 Forschungsmaterialien. Da würde ich auf jeden Fall mal gucken. Wir hatten noch irgendein Buch bekommen, wo auch immer ich dieses Buch jetzt habe. Oder hatte ich das schon benutzt? Das ist jetzt mal eine gute Frage, ne? Also hier hatten wir kein Buch drin. Dann habe ich es wahrscheinlich schon benutzt. Dann war das dieses Anglerbuch wahrscheinlich, ne? So, ja, dann war das wohl wahrscheinlich dieses Anglerbuch. Gut, ist aber völlig okay, ne? Dann gucken wir mal hier. Hier haben wir schon alles frei. Hier brauchen wir jedes Mal Bücher. Die Anfängerjäger. Geschwindigkeit zur Fertigstellung. Plündern. Naja. Ja, hier brauchen wir kein Buch. Zusätzlicher Schaden an Erz. Das ist doch mal geil, oder? Ja, ich würde sagen, das machen wir. Bergbauexperte. Angriffstempo mit Spitzhacke. Ja, immer gut. Immer gut. So, Meister, da brauchen wir wieder ein Buch für, ne?
Fertigkeiten, Ingenieur, und dafür brauchte ich dieses Polymer-Chemiebuch. Das habe ich leider noch nicht gefunden, ne? Fahrzeugingenieur brauche ich auch noch nicht. Junger Chemiker. Brauche ich noch nicht, ne? Nee. Dann lieber mal gucken, hier im Kampf noch was. Marinesoldat. Angriffstempo plus 2%. Oder Anfängerkrieger. Schaden mit Nahkampfwaffen. Oh, das ist... Aber da brauche ich wieder ein Buch, ne? Baseballwissenschaft. Aber hier, den könnten wir nochmal erforschen. Taktiker. Brauchen wir auch wieder ein Buch. Okay. Philosophie, Schaden plus 5%. Aber da brauchen wir auch schon wieder ein Buch. Anfänger, Wächter, Schutz plus 20%. Ja, komm, für 25 nehmen wir das doch, oder? Ja. Neuling, Bereitschaftspolizist, Bewachungspunkte, Regeneration. Bewachungspunkte, Regeneration, das war doch in diesem Verteidigungsmodus, ne? Das brauchen wir noch nicht wieder. Mediziner, brauche ich kein Buch. Heilkraft von Gegenständen. Das ist für 150 doch okay. Wächter. Schutz plus 20 immer gut. Kampfsportler 75 und Fallschaden minus 25. Na, Arzt brauchen wir ein Buch. Leitender Wächter. Gibt den Schutz auch nochmal um 20%. Und da brauchen wir dann ein Buch. Okay. Anfänger, Taucher, Jogger, Boxer, Boxer. Aber dafür haben wir kein Forschungsmaterial mehr. Gut. Aber dann haben wir auch fein geforscht. Das heißt, die nächste Hordenacht kann kommen, ne? Würde ich sagen. Dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Und wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal so weitergeht, abonniert ihn euch, lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.